Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al dron esté disponible antes de nuestra próxima discusión. China würde Milliarden zahlen, um diese Drohne zu bekommen. Buen fortuna de Falco. Gutes Karma. Die Cyberwaffe. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Querverweis des Bildes mit aktiven US-Firmenlogos. Kein Treffer. Querverweis weltweit. Moment mal, Moment. Das ist Colossus. Die Karma-Waffe ist auf der schwimmenden Stadt. So konnten sie so nah ran ans Festland. Salazar, mach einen Eingreiftrupp bereit. Aufbruch in 60 Minuten. Informier Admiral Briggs. Wir kommen Menendez richtig nahe. Ich brauche unbedingt ein paar Antworten direkt von der Quelle. Ich treffe Wurz in der Kammer. Alles der Reihe nach. Karma. Kurs 9. Sie können auf Deck 7 landen. Kurs beibehalten. Sieht gut aus. Verstanden. Icarus 9 beginnt Sinkflug. Alle Kanäle offen, Fabi. Wir hören alle zu. Okay. Ihr werdet als Gewerkschaftsinspektoren ausgewiesen. Ihr habt Zugang zu den meisten Bereichen, außer dem gewünschten. Der Zentralcomputer wird gesondert geschützt. Der Zugriff ist nur mittels Netzhautscan möglich. Und hier kommt Sigi ins Spiel. Kurz gesagt, der Computer ist unsere Chance, Karma vor der Freikursleute zu finden. Farid, konntest du auf die Personaldateien zugreifen? Noch nicht. Die Verschlüsselung ist ziemlich kompliziert. Komm schon. Du schaffst das. Section Ende. So leben also die 1%. Wenn das kein Einsatz wäre, würde ich mir hier glatt eine heiße Braut gönnen. Hast du Pakistan vergessen? Dein Gesicht sieht nicht gut aus, Sardo. Hey, vergiss das Gesicht! Hinter dem Körper werden sie hier sein! Agitis, meinst du, die erwarten Ärger? Es ist die reichste Stadt der Welt. Was sie zu einem wahrscheinlichen Ziel für Raul Menendez macht. Okay, cool bleiben. Stehen bleiben. Der Scanner hat gefährliche Materialien entdeckt. Oh, das ist ein Missverständnis, okay? Wir arbeiten an der Umgestaltung. Das kommt bestimmt von der Baustelle. Identifizierung bestätigt. Sir, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Wie das können Sie kommen? Wir haben ein Problem. Verdammte Scheiße. Ich dachte, wir werden diesmal gegrillt. Ganz ruhig, Harper. Die Abschirmung hat funktioniert. Der Scanner hat nichts gesehen. Okay, jetzt zeig deine ID und geh einfach durch. Die Leute arbeiten nicht so viel im Kolossus. Was ist das? Guten Tag, meine Herren. Im Einkaufszentrum sieht sich in einem der zahlreichen... Ein automatisches System durch deine biometrischen Daten ausgelöst. Wir fahren alle zur Hölle. Sieht sich in einem der Sieh dir das an! Dieser Ort ist unglaublich, was? Hey, was kostet es wohl, hier ein Wochenende zu verbringen? Mehr als du in einem Jahr verdienst. Kein Scheiß? Kein Wunder, dass man Menendez so viel ansammelt. Harper, durchsuch das Stockwerk. Salazar und ich begeben uns zum Einstiegspunkt. Verstanden. Wie geht's dir, Schönheit? Zu diesem Stockwerk hat autorisiertes Personal Zutritt. Bitte scannen Sie Ihre biometrische ID. So weit, so gut. Hey, Sie sollten hier nicht drin sein. Wir sind von der Gewerkschaft. Okay, Section, ich bin drin. Leg los.
Kolossus hat kürzlich private Militärdienstleister eingestellt, um das Sicherheitsteam zu verstärken. Kubanische Ex-Miliz. Wir sind gerade in ein paar von denen reingelaufen. Okay, Siggi. Legen wir los. Harper, das Sicherheitsteam ist voll von denen. Sie sind feindlich. Irgendwas Ungewöhnliches? Wir müssen wissen, was ihr Ziel ist. Verstanden. Achte gleich auf das Loch. Siggi kann rüberspringen. Warte. Was machen Sie? Sprengstoff platzieren. Sie wollen das Schiff hochjagen? Erst wenn Sie Karma gesichert haben. Harper, aufpassen! Die Söldner machen an Bord Sprengsätze scharf! Ich verfolge hier gerade ein paar von denen. Sie kommen in seine Richtung. Verdammt! Wir hauen gleich da rein. Okay. Die Markierung. Fucking Saxon! Scanne. Was haben wir denn hier? Es sind die Söldner! Harper, du hattest recht! Sie sind schon in den Serverraum eingedrungen! Los jetzt! Los, los! Zutritt gewährt. Bereit? Enemigo atravesando la puerta! ¡Gana! Los! ¡Cúbrense! ¡Contraataque! Farid, ich muss den Feind identifizieren. Verknüpfe die Söldner in den Personaldateien mit ihrer biometrischen ID. Lad die Daten auf mein HUD. Verstanden. Platziere Ablenk. Sicher, dass das funktioniert, Farid? Ich dachte, du vertraust mir. Okay, sind drin. Die Karma-Waffe könnte mit regulären Vorräten an Bord geschmuggelt worden sein.
Durchsuche die Lieferscheine. Stichwort Karma. Nichts. Durchsuche die automatischen Sicherheitssysteme. Stichwort Karma. Irgendwas entgeht uns. Durchsuche die Überwachungskamerabilder. Texterkennung Karma. Da. Karma ist keine Waffe. Es ist eine Frau. Chloe Lynch, Mitarbeiterin von Tacitus. Bis vor kurzem. Jetzt kennen wir ihren Namen. Wir können sie auf dem Schiff orten. Oberdeck, Club Solar. Section, hörst du zu? Da sind noch mehr Söldner vor der Tür. Farid, der Feind ist vor der Tür. Wir kommen nicht raus. Öffne die Tür zum Computerraum. Agilienin! Kontrattacke! Aber Karma ist keine Waffe. Sie ist ein Mädchen. Ich sende dir ihr Bild. Ich hab es. Hey! Das ist die Kleine vom Fahrstuhl. Sie ist im Club Solar, aber du musst schnell machen. Die Söldner sind auf dem Weg zu dir. Bin dran.